Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute eine Rübli-Torte. Und weiter geht es mit der Osterserie. Ich habe mir gedacht, auf dem Ostertisch darf auf jeden Fall eine Torte nicht fehlen. Und da habe ich mich für eine Rübli-Torte entschieden mit einem richtig leckeren Frischkäse-Topping. Und dazu machen wir auch noch die Deko selber. Das heißt, wir machen die Marzipanmöhren, also wir färben das Marzipan ein. Und ich zeige euch, wie wir daraus richtig tolle Möhren machen. Los geht's! Wir machen jetzt als erstes das Frischkäse-Topping und dafür kommen 50 Gramm Puderzucker in den Mixtopf. Den habe ich auch gerade hier schon frisch noch drin gemacht. Das macht man nämlich 10 Sekunden auf Stufe 10. Dann hat man Puderzucker aus normalem Zucker, 50 Gramm Butter und 300 Gramm Frischkäse. Da habe ich jetzt 4%igen. Dann einmal den Deckel aufsetzen. Und wir verrühren einmal 20 Sekunden auf Stufe 5. So, das Frischkäse-Topping ist fertig. Das habe ich jetzt umgefüllt und das kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank, bis wir es später brauchen. Und wir machen dann im nächsten Schritt direkt weiter mit den Möhren. Und zwar sind das 350 Gramm. Die habe ich jetzt schon gewaschen und in grobe Stücke geschnitten und geschält habe ich sie natürlich auch schon. Und die kommen jetzt hier in den Mixtopf, den müssen wir auch gar nicht waschen. Und die zerkleinern wir jetzt einmal. Und zwar 8 Sekunden auf Stufe 5. Das sieht super aus. Und die Möhren fülle ich jetzt einmal wieder in meine Schüssel oben, die brauchen wir dann auch gleich. Jetzt machen wir auch schon mit dem Teig weiter. Dazu kommen 4 Eier in den Mixtopf. Dazu kommen 250 Gramm Zucker und 1 Teelöffel Zimt. Einmal den Deckel aufsetzen und wir verrühren das Ganze eine Minute auf Stufe 5. Dazu kommen jetzt auch noch 160 Gramm Öl, da habe ich Sonnenblumenöl. Und das verrühren wir auch. 20 Sekunden auf Stufe 2. Zum Schluss kommen auch noch 200 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Natron und 1 Teelöffel Backpulver dazu. Und das verrühre ich hier kurz in meiner Schale. Kann sich das schon mal verbinden. Das kommt ebenfalls dazu. Den Deckel wieder aufsetzen. 40 Sekunden auf Stufe 3 verrühren. Und zu dem Teig kommen jetzt auch noch die Möhren, die wir gerade zerkleinert haben. Die heben wir einmal unter. 10 Sekunden auf Stufe 4. Hier habe ich jetzt schon eine Springform mit 26 cm Durchmesser von innen mit Backtrennspray gefettet. Das könnt ihr aber zum Beispiel auch mit Butter oder Mehl und Mehl machen. Und hier habe ich mit Backpapier ausgelegt und da gieße ich jetzt einmal den Teig hinein. Und den Backofen heize ich in der Zwischenzeit auch schon vor auf 160 Grad Heißluft. Und der Kuchen wird dann für ca. 20 bis 25 Minuten gebacken. Wir machen uns jetzt an die Deko. Hier habe ich 75 Gramm Marzipanrohmasse, etwa 2 Teelöffel Puderzucker und gelbe und rote Lebensmittelfarbe und daraus formen wir jetzt kleine Marzipanmöhren. Also erstmal müssen wir den Marzipan bzw. die Marzipanrohmasse so ein bisschen weich machen und eben mit dem Puderzucker verkneten. Und da können wir die Lebensmittelfarbe auch schon direkt mit einarbeiten. Da müsst ihr gucken, wie viel Farbe ihr nehmt, so dass wir nachher halt einen schönen Orangeton haben. Meinen Marzipan habe ich jetzt einmal eingefärbt und da werde ich mir jetzt immer
Ihr müsst gucken oder beziehungsweise überlegen, wie viele Marzipan-Möhren ihr machen wollt. Ich werde jetzt 12 machen und dann müsst ihr den Marzipan einmal einteilen. Jetzt überlegt, ich mache nur 8 und dann werde ich jetzt einmal diese Möhren formen. Das mache ich hier in der Hand. Einfach so ein bisschen rollen. Bisschen platt drücken und eben dann einschneiden. Und am besten die fertige Möhre etwas auf Puderzucker setzen, dann klebt es nicht so sehr. Für das Möhrengrün habe ich mir jetzt hier noch Basilikumblätter genommen und die werde ich vorne einmal einstechen. Meinen Kuchen habe ich jetzt hier schon auf eine Kuchenplatte gesetzt. Der ist jetzt vollständig abgekühlt. Der war im Backofen wirklich noch viel höher und er ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber das macht gar nichts. Und zwar können wir jetzt hier oben unebene Stellen super mit unserem Frosting quasi kaschieren. Und das verteilen wir jetzt einfach komplett hier oben und ich verstreiche das jetzt hier mit einer Winkelpalette. Und fertig ist auch schon die Rübli-Torte. Also ich finde, sie sieht richtig schick aus und gerade mit dem Frischkäse-Topping oder auch Frosting genannt, sieht es einfach richtig toll aus mit der Deko. Also ich finde, das ist halt auch noch ein bisschen schicker, als wenn man jetzt so gekaufte Möhren nimmt und auch mit diesem Basilikumblatt, das hat schon was. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Torte eine Anregung für euch war und vielleicht findet man sie ja auch auf eurem Ostertisch. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch nochmal auf dem Blog elegant-kochen.de und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!